Ich habe hier mal in den 60er Jahren studiert und es ist also schon lange her. Aber für mich ist es jetzt so in der letzten Zeit das Zweite. Ich kann mich gar nicht mehr an 60er Jahre erinnern, da war ich Hippie. Ende Juni fand das 66. Schlossgartenfest der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg statt. Rund 6000 Gäste, davon die Hälfte Studierende, flanieren in Abendgarderobe über die Wiesen zwischen Kollegienhaus und Botanischem Garten. Die langjährige Organisatorin des Fests, Ursula Ertel, ist in diesem Jahr nur noch als Gast dabei. Ihr Nachfolger als Chef des Planungsteams ist Gerhard Scherger. Wir haben Tanzfläche jetzt in diesem Jahr verlegt, 1500 Quadratmeter. Wir haben 25 Pagodenzelte und 6 Bühnen mit Live-Musik. Wir haben 4000 Flaschen Wein, Prosecco und Wasser im Angebot morgen. Es gibt 800 eingedeckte Tische. Wir haben 150 Stehtische. Wir haben mindestens 100 Personen als Personal vor Ort. Und das ist auch der Punkt, der, denke ich, nicht nur der für mich immer am interessantesten ist, sondern auch für alle Beteiligten, dass aus diesen Zuarbeiten vieler Personen dann am Schluss ein Schlossgartenfest entsteht. Damit auf dem Fest auch wirklich nichts schief geht, gibt es eigens eine Schneiderin für textile Notfälle. Häufigster Fehler, das ist interessant, dass die Düneträger sich selbstständig macht. Schlimmste, was ich mitbekommen habe, eine Dame mit einer riesen Schleppe erscheint und mit Rüsche hin und her. Und bei einem falschen Schritt wirklich richtig unter Po-Höhe ganze Taftkleid quer durchgerissen. Wenn ich nicht da gewesen wäre, natürlich für die Dame schon am Anfang dieser ganzen Abend, könnte ich mal sagen, das ist abgelaufen. Aber ein größeres Problem als gerissene Kleider war der sinnflutartige Regen am Freitag vor dem Fest. Der Rekordniederschlag hat die Erlanger Innenstadt und die Tanzflächen im Schlossgarten völlig unter Wasser gesetzt. Während die Unigebäude und die Bücher aus der Bibliothek auch 2 Monate nach dem Fest immer noch instand gesetzt werden, sah der Schlossgarten am nächsten Abend wieder festlich geschmückt aus. Die überdimensionierten Bodyguards versuchen, so manchem Besucher die Begleitung streitig zu machen. Meistens mit eher geringem Erfolg. Was Sie wissen, die FAU steht für Innovation, Vielfalt und Leidenschaft. Und ein paar Sätze dazu. Wir sind innovativ und scheuen auch nicht vor Änderungen zurück. Wir werden unser traditionelles Feuerwerk heute ablösen durch eine Lasershow. Und ich hoffe natürlich, dass Sie an dieser Innovation Gefallen finden. Wenn Sie sich umschauen, wie viele Menschen hier sind, wie bunt das Schlossgartenfest ist, dann brauche ich Sie nicht von der Vielfalt, die an unserer Universität vorherrscht, überzeugen. Nach der kurzen Ansprache von FAU-Präsident Joachim Horniger ist das Schlossgartenfest offiziell eröffnet. Viel Spaß! Das ganz Besondere am Schlossgartenfest ist, glaube ich, auf der einen Seite, wer hier alles kommt. Da ist ja wirklich so Rang und Namen aus der ganzen Region und drüber hinaus ist hier. Aber auf der anderen Seite, dass auch ganz viele Studis, die hier studieren oder studiert haben, extra deswegen herkommen.
Für mich als früheren Studenten dieser Universität, Absolventen dieser Universität, ist das eine Selbstverständlichkeit aus der Begeisterung schon meiner Studentenzeit her, dieses Schlossgartenfest wirklich jedes Jahr zu besuchen. Ich habe hier in Erlangen Ausbildung gemacht bei einer hier nicht ganz unbekannten Firma als Kommunikationselektroniker, und damit ist natürlich Erlangen ein Stück weit Heimat geworden. Was soll ich sagen? Ich bin total happy. Ja, ich meine, das Schlossgartenfest ist das gesellschaftliche Ereignis hier in der Metropolregion und darüber hinaus. Und dass wir uns jetzt alle wieder treffen, über 6000 Menschen hier mit uns feiern und sich freuen, dass die FAU so erfolgreich ist, das ist doch was. Also mir persönlich ist es sehr wichtig, dass auch Studierende zu diesem Fest kommen, denn eine Universität, die lebt natürlich von den Studierenden, und unser Schlossgartenfest ist auch für unsere Studierenden gedacht. Und insofern freut es mich ganz besonders, dass etwa 50% der Karten an Studierenden gegangen ist. Zwischen den Bäumen und Zelten verschönern Lichtinstallationen das Ambiente. Wir beleuchten zum einen die Gebäude, das heißt, das ist eher so eine architektonische Beleuchtung. Das heißt, man hebt mal an dem Gebäude hervor, was man jetzt tagsüber quasi nicht sieht. Und dann gehen wir auch in die Sträucher rein. Das heißt, wir schaffen hier einfach ein Ambiente, wo man sich wohlfühlt. Das heißt, zum einen, dass ich einfach auch was sehe, wenn ich irgendwo langlaufe, aber nicht, wie es so standardmäßig ist. So, wir wollen erreichen, dass man dann eben das Markante der Bäume, das Markante der Sträucher einfach sieht. Der große Konsens ist, die Leute, die hier kommen, die dürfen einfach flanieren, wenn sie dann was gegessen haben, wenn sie getanzt haben, flanieren, rumschauen, einen schönen Ort finden, sich hinsetzen und dann auch einfach mal genießen und auch mal vielleicht zur Ruhe kommen auf seinem großen Fest. Absolutes Highlight und große Neuerung in diesem Jahr ist die Lasershow. Sie dient als Ersatz für das traditionelle Barockfeuerwerk. Der Unterschied zwischen unserer Lasershow und einem klassischen Feuerwerk ist natürlich, dass wir relativ viele Schadstoffe einsparen. Sie ist umweltfreundlicher, für die Tierwelt wesentlich angenehmer, die ganzen Vögel erschrecken nicht. Und vor allem die Klinikpatienten können nachts sehr ruhig schlafen. Der Nachteil ist leider, außerhalb des Schlossgartenfestes bekommt man nicht viel mit. Höhepunkten und ausgelassener Stimmung war das Schlossgartenfest auch im Jahr 2022 ein großes Highlight für Studierende und Gäste der FAU.